Lieber Andreas, herzlich willkommen zum Abschlussmodul der Ausbildung zum psychosozialen Berater mit Schwerpunkt Logotherapie von Viktor Frankl an der ELU in Graz. Wenn du dich bitte kurz vorstellen möchtest. Danke, Chris. Ich bin Andreas Horvath, bin 47 Jahre alt und bin hauptberuflich Projektleiter in der Automobilindustrie und habe gemerkt für mich, dass so das Soziale etwas mehr in mir auslöst als dieses Technische. Andreas, was hat dich an der Ausbildung an der ELU besonders überrascht? Besonders überrascht hat mich die unterschiedlichen Zugänge der unterschiedlichen Referenten, aber zusammengefasst und am Strich gesehen die gleiche Haltung zu der Logotherapie von Viktor Frankl. Also ein sehr breites Angebot an Wissen, ja, was uns hier oder was mir weitergegeben worden ist. Und das hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Danke dafür. Die Überraschung, ist die auch in eine Überzeugung übergegangen? Was hat dich besonders überzeugt an der Ausbildung? Für mich überzeugt, ja, ich bin überzeugt von der Ausbildung, weil ich für mich wirklich sehr viel mitnehmen können in der Haltung von Viktor Frankl. Also dieses einfach auch in der im Menschenbild von Viktor Frankl zu sehen, diese Einzigartigkeit, Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit in den Menschen zu sehen, ist schon etwas Fantastisches. Ja. Und diesen Zugang zu bekommen, hilft mir jeden Tag, ja, in der Kommunikation, im Sehen eines Menschen, ja. Wunderbar. Auf welchen Schwerpunkt, Andreas, möchtest du dich als Lebens- und Sozialberater, als psychosozialer Berater fokussieren? Ich mache jetzt gerade die Ausbildung zum gerichtlich eingreifenden Mediator, noch die Weiterbildung. Das ist eine Ergänzung zu meinem jetzigen Standbein schon als Kommunikationstrainer. Ich habe aber meine Diplomarbeit zum Thema Sucht geschrieben, also logotherapeutische Begleitung zum Thema Sucht. Speziell für mich sehr herausfordernd oder ein großes Fragezeichen ist diese Zeitströmung jetzt, diese Online-Süchte, diese Spielsucht, Online-Sucht. Und ich möchte hier, dort meinen Fokus hinlegen auf Familien- und Paarberatung, speziell auch Jugendberatung, um hier Familien zu unterstützen in dieser herausfordernden Zeit, wieder was Sinnvolles zu finden für die Jugendlichen und für die Familien. Wunderbar. Und Andreas, warum würdest du diese Ausbildung jemanden anderen weiterempfehlen? Ich würde sie weiterempfehlen, weil es eine sehr umfangreiche und breit gefächerte Ausbildung ist. Abgesehen von der Basis der Logotherapie von Viktor Frankl und seinem Menschenbild, finde ich auch die unterschiedlichen Tätigkeiten oder beziehungsweise Modulen, ja, sehr interessant. Ja. Auch die Selbstreflexion in den Einzelsupervisionen, Gruppensupervisionen und für mich speziell, was sehr interessant war, war meine Autobiografie zu schreiben. Deshalb würde ich sagen, ist es eine sehr breite Ausbildung, die ich einfach weiterempfehlen würde. Wunderbar. Ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Perfekt.